Ja, hi, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex schlägt zurück. Im höchstwahrscheinlich letzten Part sogar. Ja, wir haben im letzten Part die restlichen beiden Edelsteine geholt, haben jetzt die 100% erreicht. Brio hat uns kontaktiert, was hier mit der Cortex-Festung los ist. Weil er was dagegen hat und eine neue Waffe hat und so. Und ja, wir sollen ihn folgen und ich nehme an, wir gehen jetzt hier einfach hoch, oder? Und gucken, was jetzt passiert. Muss ich noch mal gegen Cortex kämpfen? Nö. Wahrscheinlich. Ja, da sind sie alle. Sehr schön. Und das ist doch. Sind da nicht die drei Inseln von Crash Bandicoot 1? Hier fängt man ein Crash. Wenn du so gut sein möchtest. Okay, nichts mit Hitzerkampf anscheinend. Einfach die Festung da kaputt gehauen und ja. Wie tut man sich um einen anderen bösen Wissenschaftler kümmern, indem man einfach einen anderen reinabert? Indem man einfach einen anderen bösen Wissenschaftler hier zu Hilfe holt. Da kann er überhaupt nicht zurückfeuern, oder? Okay, danach kommt er aber sowieso nirgendwo mehr in irgendein Spiel vor. Also doch, ja klar, aber. Sehr viel später mal wieder. So als Nebenrolle. Okay, dann gucken wir uns die Credits an, was wahrscheinlich nicht sehr lange dauern wird. Das ist ein verdammt kurzer Part anscheinend. Egal. Und ja, damit haben wir jetzt Crash Bandicoot 2 zu 100% erledigt. Sehr schön. Und ja, wie schon so oft angekündigt, der dritte Teil, der folgt natürlich zugleich. Weiß jetzt nicht, ob der jetzt in der Woche, in dem ich den zweiten Teil erledigt habe, direkt auch kommt. Oder, weiß nicht, in einer Woche ab. Ich dachte jetzt, da steht Samuel L. Jackson. Oder ob der jetzt in so, weiß ich nicht, der Woche Abstand kommen wird. Werde ich mir schon mal einfallen lassen. Ja. Was kann ich sagen? Das Spiel. Ich habe ja eigentlich schon alles gesagt im letzten Crate-Abspann, ne? Okay, worüber lacht er so? Michael Gollum, geil. Ja, ich habe ja schon eigentlich alles gesagt, was ich vorher gesagt habe. Ich fand den Teil jetzt nicht so schwer wie den ersten, aber trotzdem sehr herausfordernd. Und ich glaube, der dritte ist noch relativ einfacher gehalten, deswegen werde ich da nicht so viel Probleme haben. Hoffentlich. Dann sagen wir jetzt nicht, das war's schon, weil dann habe ich echt einen 4-Minuten-Part. Okay, anscheinend doch. Ich echt so einen 3-4-Minuten-Part hochladen. Ich glaube schon, ne? Ich doch vielleicht noch Cortex irgendwie planen können. Aber ich weiß nicht, wie man gegen die Bosse nochmal kämpft. Okay. Gucken, wie der dritte Teil ausfallen wird, weil den habe ich auch nicht. Habe ich noch nie irgendwie 100% geschafft. Deswegen wird das auch interessant. Ja, tun wir noch hier so ein, zwei Minuten noch ein bisschen quasseln, ne? Weil sonst wäre das ein bisschen zu kurz und das ist ja auch nicht schön. Egal. Ja. Ich glaube, wenn ich Crash Bandicoot 3 erledigt habe, kommt dort direkt das Rennspiel Crash Team Racing. Was dann, weiß ich nicht, auch zu 100% gemacht wird, aber ich weiß nicht, wie lange das und interessant das hier zuzuschauen ist. Da muss man ganzen Strecken hier zwei, dreimal machen und das ist, glaube ich, nicht so interessant. Weiß ich nicht, wie ich das mache. Vielleicht kommt da auch etwas Feedback, so dass ich irgendwie, keine Ahnung, damit arbeiten kann. Aber mal schauen. Also muss man das Spiel spielen. Hey, sehr schön. Ja, ich bin doch ein bisschen stolz auf mich. Also, ich schon als etwas verwöhnterer Gamer jetzt hier. Boah, das war schlecht. Das hätte ich sein können.
Ich so als verwöhnter Spieler hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das Spiel 100% schaffen würde, aber irgendwie habe ich es doch geschafft. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, ich mache jetzt hier Feierabend. Auch wenn das nur 5 Minuten sind, aber was soll's. Ja, das war der letzte Part von Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Wir sehen uns im nächsten Projekt, was Crash Bandicoot 3 sein wird. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss.